Guten Morgen. Irgendwie ist mein Kreislauf heute total im Eimer. Mir ist jedenfalls die ganze Zeit immer wieder schwindelig. Ich werde gleich mal meinen Tropfen nehmen. In der Hoffnung, dass es besser wird. Das ist gerade nicht so schön. Aber gut, die drei letzten 3 Tage vorm Urlaub stehen an. Ich muss da was vorbereiten, dass die in meinem Urlaub klarkommen. Sozusagen. Also noch was vorbereiten während der Zeit, wo ich im Urlaub bin. Und 2 E-Mails verschicken und sowas. Jo, und es wird eine Abfrage gemacht wegen unserem Ausflug, den man ja diesmal wieder machen kann. Wenn ich denn dieses Jahr 2 Ausflüge an, sozusagen. Aber ja. Muss mal gucken. Hui. Wie es jetzt gerade steht. Weil das eine wäre. Was ist denn hier? Das eine wäre. In den Botanischen Garten. Das andere wäre einfach nur im Tiergarten rumlatschen, wo ich denke so, nee, nö, nicht so unbedingt. Ist ein bisschen langweilig. Eine Person möchte in den Botanischen Garten, möchte tatsächlich durch den Tiergarten laufen. Okay. Aber 4 sind schon für Botanischen Garten. Finde ich persönlich schöner. Und ich kann das gleich zu Recherchezwecken nehmen. Da es auch im Sommer wäre, also entweder am 30.06. oder am 1.07. wäre das perfekt für Recherchezwecken. Für den nächsten Jetzig und Winkler, der ja noch in der Mache ist. Das spielt nämlich im Botanischen Garten. Ja. Ja. Und im Sommer. Also wäre das wirklich perfekt, das mal in Augenschein zu nehmen. Genau. Außer auf Fotos oder sowas, dann kann man es wirklich mal so. Ne? Ich hoffe, wir gehen dahin. Das wäre gut. Genau. Ui. Wie bei dem anderen. Dieses Prämien-Geding sie da. Da hoffe ich so sehr, dass wir so Krimi, Tablet-Krimi-Rallye machen. Das ist ja toll. Das ist bestimmt spannend. Ja. Aber mal sehen, was die anderen wollen. Ich muss mich ja der Mehrheit fügen, ne? Ich möchte bitte keinen Bogenschießen machen. Oder ein Floß bauen. Oder was war noch bei. Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche komischen Sachen. Die sind echt ein bisschen merkwürdig. Na gut, wie dem auch sei. Und dafür muss ich die Abfrage noch machen. Heute. Genau. Aber alles gemacht, gemacht, gemacht. Damit die, während ich im Urlaub bin, können die sich mal auskeksen. Und dann geht's los. Das wird wahrscheinlich auch erst im September oder so stattfinden. Genau. Mal sehen. Ja, mehr ist gerade noch nicht. Ich habe auch gleich schon eine Pause in einer Viertelstunde. Also von daher. Jo. Ich muss meinen Schwindel in den Griff bekommen. Ich erstmal Tropfen nehmen, wie gesagt. Und dann hoffen, dass das Zeug weggeht. Das will ja keiner. Nur, das braucht kein Mensch hier. Und Fussel am Bein, das geht nicht weg. Mal um. Frech sowas. Nee, mir ist erstmal nichts zu erzählen. Heute ist eigentlich sonnig, aber so ein bisschen wolkig auch. Aber gut. Schauen wir mal. Ich muss morgen zu einer anderen Post latschen, weil für seinen ist ein Paket abgegeben worden. Ich wäre zur falschen Post gegangen, wenn er mir nicht gesagt hätte, bist du sicher, dass es dann da ist, an der richtigen Post? Ich so, ja, eigentlich. Ja. Nein. Ich wäre in die völlig falsche Richtung gelaufen. Da war ich noch nie. Da wusste ich nicht mal, dass da auch ein Kiosk ist, der Pakete annimmt. Aber okay. Ist auch fast meine Runde für diese Woche, nur ein bisschen weiter. Und ich hoffe, dass das Paket nicht zu groß ist. Es ist nur so ein Maskottchenkopf quasi, also ein Kürbiskopf. Ich hoffe, dass es nicht zu groß ist, dass ich dann meine Runde einfach weitermachen kann von da aus. Das wäre super. Und wenn nicht, geht es halt eine kleine Runde und dann wieder zurück. Aber zumindest nicht den schnurgeraden Weg, den ich hinlaufe, auf wieder zurück. Das ist schon mal Fakt. Jo. Aber das erst morgen. Wir haben heute bis 13 Uhr offen. Wenn ich bis 13:30 Uhr arbeite, kann ich nicht um 13 Uhr da sein. Und morgen kommt es bis 17:30 Uhr offen. Das passt dann schon. Aber Daniel meinte auch, so eine Kiosk, das ist für Berufstätige, die jetzt wirklich normale Zeiten haben. Es war die Regel 9 bis 17 Uhr irgendwie Arbeitszeiten für Normalos. Nenne ich es einfach mal, hieß es ja immer so.
wurde mir immer vorgeworfen, teilweise von ehemaligen Mini-Chefs und Chefs und dass es ja von 9 bis 17 Uhr immer ist. Ich denke so, wir haben Gleitzeiten, da ist es nicht vorgeschrieben, diese Zeiten. Egal. Aber dann können die nie dahin gehen, ne? Weil die machen gut um 6 auf, aber wer geht denn vor der Arbeit auch dahin tappeln? Keine Ahnung. Bisschen komisch. Aber durchs Homeoffice ist auf jeden Fall, kann ich es machen. Apropos Homeoffice. Es ist auf jeden Fall jetzt Fakt, wir sind ab Juni einen Tag in der Woche im Büro. Das heißt entweder montags oder donnerstags, je nachdem, wie es passt. In der Regel donnerstags, wenn es donnerstags irgendein Feiertag ist oder sowas. Und ich weiß, ich habe einen Donnerstag meinen Zahnarzttermin. Da werde ich dann sagen, okay, ich bin dann am Montag da, weil Donnerstag 14:40 Uhr, diese Zahnreinigung ist halt um diese Zeit. Da hieß es ja noch, wir sind dienstags oder mittwochs da. Ich glaube, da war es dann sogar Dienstag. Oder Mittwoch, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Mittwoch war es gewesen, ne? Ja, wie gesagt, auch immer. Da geht es auf jeden Fall nicht. Das will ich auch nicht verschieben. Und dann müsste ich wieder monatelang warten, bis ich dann den nächsten Termin kriege. Genau. So sieht's aus. Das heißt, ich muss Zahnarzttermine auch dann anders legen. Nicht mehr donnerstags. Auch ungewohnt. Aber gut. Hoffen wir mal, dass ich nicht so schnell wieder zum Zahnarzt muss. Erst nächstes Jahr wieder, bitte. Das reicht. Das reicht. Reicht jetzt erstmal für die ganze Weile. Gut. Ich habe meine Sache hier noch gar nicht abgehakt, die Aufgabe, die ich gemacht habe. Tschüss. Wiedersehen. Gute Reise. Bis morgen. Und dann noch übermorgen. Und dann ganz oder gar nicht mehr. Jo. Gut, dann werde ich mir die restlichen Aufgaben hier langsam angehen. Und ich mache es die Woche einfach mal ein bisschen gemütlich. Dann passt das alles schon. Jupp, 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 jupp. So, ich habe gerade Pause. Ich werde auf meine Nudeln, dass die kochen. Und dann gibt es dazu das Thunfischpesto. Das aber gab es leider wieder nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Es war nichts mehr da von diesem Eigenmarket-Pesto-Zeugs. Nur das Thunfisch. Also ein paar andere noch, aber die ich esse nicht. Und ja, werde ich mir halt gleich machen. Und dann habe ich gerade festgestellt, dass ich heute gar kein Hörbuch hören kann unterwegs. Weil ich habe letzte Woche angefangen, nochmal alle möglichen Hefte durchzugehen für. Wo habe ich denn jetzt mal eins? Dass ich euch zeigen konnte. Hier. In der großen Schule des Schreibens, das ich mal mitgemacht habe vor etlichen Millionen Jahren. Genau. Und da habe ich ja jede Menge Hefte und ich habe das ja nie abgeschlossen. Ich habe es angefangen, monatelang gemacht und überhaupt und irgendwann abgebrochen. Ja, warum weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich disziplinmäßig oder so nicht mehr hinbekommen. Und da habe ich wieder angefangen letzte Woche, weil ich ja meine Motivation abhanden gekommen ist fürs Schreiben und für Lektorat und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir das eingeteilt in verschiedene Kategorien, weil es sind ja auch verschiedene Bereiche. Hier ist zum Beispiel Grundschule, also das heißt nur Grundschule. Dann ist aber Belletristik und Sach- und Fach, nicht Arbeiten, auch nicht Buch. Irgendwie Sachen Fach, bla bla bla. Genau, und das sind die drei Themengebiete, die ich mir jetzt überlegt habe. Und ich habe ja noch das Buch von Michael Pankofer zum Fantasy-Schreiben. Das habe ich auch noch dazu genommen. Und habe gedacht, so, vielleicht kann ich damit dann wieder meine Motivation finden. Und diesmal ist halt eine Aufgabe drin gewesen, dass man beim Spazierengehen aufmerksam sein soll. Das heißt, ich muss auch hören. Und danach setzt man sich 10 Minuten lang hin und schreibt alles auf, was man. An was man sich noch erinnern kann. Und ich wusste auch am Freitag, dass diese Aufgabe irgendwann drankommen wird. Und habe gedacht, so, naja, dann muss ich an dem Tag eben zweimal laufen. Aber das war halt dann an diesem Freitag. Und ich hätte keine Lust, nochmal zu laufen. Ja, deswegen mache ich das heute. Und ich glaube, die Runde ist auch besser für sowas, als die, die ich letztes Mal gemacht habe. Also, wer durch den Park geht hinten und so. Mal gucken. Bin ich gespannt. Was mir alles so begegnen wird unterwegs und was ich auch höre und rieche und schmecke wahrscheinlich eher weniger, aber so alles. Genau. Das heißt, das wird heute meine Aufgabe sein. Also Übungen, die mir auch, ja, wo man eben sich was Zeit für nehmen muss, also zum Beispiel rausgehen muss. Davor war eine Übung mit schau aus dem Fenster und schreib alles auf, was du siehst. Sowas finde ich toll. Und dann bin ich, ja, mal sehen, was dabei so passiert. Und deswegen kann ich aber kein Hörbuch hören, weil heute ist dann Quatsch mit Hörbuch hören. Ich brauche aber meine Ohren.
Und Mia hat einen super zickigen Tag. Die zickt alles und jeden an, obwohl nichts ist. Nichts. Null. Irgendwer muss an ihr vorbeigehen, wie jetzt gerade Muni. Und Muni ist so die Letzte, die irgendwas macht, ja? Also ehrlich. Schlimm. Aber gut, so ist. Manchmal sind es so Tage, ne? Da hat sie auch ihren zickigen und sie hat ja oft ihren zickigen. Letzte Zeit war es ein bisschen besser geworden, aber heute ist anscheinend wieder so ein Tag. Und dann kommt sie sehr spät nach Hause, weil Vermietung und so. Heute werden Tom und Jerry vermietet. Die wurden noch nie vermietet. Und dann beide gleichzeitig zusammen. Gleichzeitig beide auf einmal. So. Meine Nudeln sind gleich fertig. Ich habe mir meinen Timer auf die Uhr gestellt, damit ich das auch immer höre, wenn ich dann irgendwo anders bin gerade. Und dann kann ich essen. Und dann ist meine Pause schnell vorbei. Und dann geht es die letzten 2 Stunden an. Genau. Ich habe die letzten paar Minuten, als ich auf die Nudeln gewartet habe, mit Diablo gespielt. Und ja, ich sehe ein bisschen lediert aus. Bin ich selber schuld? Moment, ich bin Hund. Ja, ich war ein bisschen übermütig. Also ihn trifft gar keine Schuld. Ich habe einfach da ihn unterschätzt und von daher sieht meine Hand ein bisschen lustig aus. So. Meine Pause schon vorbei. Ich hätte mir diesmal weniger Nudeln gemacht. Also mache ich immer viel zu viel Nudeln. Also eigentlich für 2 Portionen. Diesmal hatte ich irgendwie 1,5. Aber ist auch okay. Hat ja gereicht. Ich bin satt. Alles gut. Und jetzt setze ich mich dran. Mache den Rest für heute. Und dann meine Runde, auf die ich mich heute schon sehr freue. Obwohl es gerade wieder so trübe aussieht. Was ist da los? Aber ja. Wisst ihr, worauf ich mich noch mehr freue? Auf heute Abend. Da bekomme ich nämlich die ganzen... Ich hoffe, er hat es nicht vergessen mitzunehmen. Oh. Er muss aber so einen Adapter mitnehmen. Damit er das... die Videos vom Handy auf den... vom USB-Stick bekommt. Ich habe jetzt Bammel, dass er es nicht gemacht hat. Das wäre jetzt blöd. Weil ich will ja das Video von Samstag und Sonntag... morgen hochladen. Das kann ich aber nur machen, wenn ich die Videos von ihm bekomme. Weil er hat die meiste Zeit gefilmt. Ja. Und dann kommt er erst nicht nochmal nach Hause, bevor er ins Lager fährt. Und er kann es nur da machen. Meinte er. Warum eigentlich? Kann er es nicht auch hier machen? Er hat sich auch einen Laptop. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber okay. Ich kann das ja auch hier machen. Gucken wir mal. Oh, das wäre jetzt richtig blöd, wenn das nicht funktioniert. Das wäre jetzt doof. Weil ich sehe die Videos dann auch zum ersten Mal. Ich habe zwar schon ein paar Schnipsel gesehen, aber eben noch nicht alles. Und bin super gespannt, was er da alles mitgefilmt hat. Er hat viel mitgefilmt, das heißt, ich werde auf jeden Fall ein Privatvideo davon schnibbeln. Und halt immer so ein bisschen was in den Vlog mit reinnehmen. Also nicht alles. Das wird sonst zu viel. Und von daher mal schauen. Und da freue ich mich halt drauf und ich hoffe, dass das heute funktioniert und dass er das nicht irgendwie nicht machen kann, weil er es den vergessen hat mitzunehmen und es hier nicht funktioniert. Manu. Ich hoffe, er ruft mich gleich an. Obwohl gleich ist wahrscheinlich übertrieben, wahrscheinlich guckt er mich auch nicht, wie er zu Hause bin. Aber in der Runde. Er hat ja diese Woche spät jetzt die 3 Tage. Ja, also auch später Pause. Drückt mir die Daumen. Ich habe vor ein paar Minuten die Mail abgeschickt wegen dem Event-Gedingsi. Ich habe mein Kreuzchen auch schon gemacht. Und die erste Antwort kam schon mal und 2 von meinen Sachen, die ich angekreuzt habe, wurden da auch genommen. Super. Ich habe ja einen großen Favoriten. Ich hoffe so sehr, dass es das wird. Weil das klingt so toll. Aber zum Beispiel Trommel-Workshop. What? Ja, ich habe euch das schon mal in einem Blog vorgelesen. Immer noch für Tablet Krimi Rallye. Das klingt so gut. Das klingt so gut. Gut, schauen wir mal. Abwarten und Tee schlürfen, würde ich sagen, ne? Und jo. Jetzt muss ich eine 2. E-Mail verfassen und abschicken. Oh, dann ist auch schon fast geschafft. Naja, gut. Eine Stunde. Ich habe jetzt noch ein bisschen was anderes, was ich noch die Woche abarbeiten muss. Damit ich sauber aus dem Urlaub, in den Urlaub gehen kann. Und jo, mache ich mich mal ans Werk, ne? Feierabend. Und kurz vorher
nochmal eine Aufgabe dazu bekommen. Das heißt, die nächsten beiden Tage werden nochmal voll werden, damit ich, ja, ich gehe spazieren, Uhr, ist alles gut. Nicht alles schaffe, aber das wird schon, sind alles so eher Kleinigkeiten, beziehungsweise zwei größere Sachen, aber das wird schon werden. Und von daher sehe ich dem positiv entgegen. Ende ist in Sicht erstmal für eine kleine Auszeit und dann. Ich bin echt urlaubsreif, das ist so Wahnsinn, das ist, oh, keine Ahnung. Aber gut, Energien tanken und dann wieder voll ans Werk. Jetzt freue ich mich erstmal auf meinen Urlaub. So früh habe ich, glaube ich, nie Jahresurlaub gehabt, glaube ich, habe ich schon mal gesagt, oder? Gut, ich gehe jetzt, also ich ziehe meine Hose um, so ein Schlabberhosi an und dann Jeans anziehen und rausgehen. Und alles schön beobachten und lauschen und machen und tun. Mal gucken, was mir so unterwegs begegnet, was ich aufschreiben kann. Schon wieder kurz nach 18 Uhr. Ich frage mich, wo Daniels Anruf bleibt, aber ich weiß immer nicht, wann er Feierabend hat, wenn er Spätdienst hat. Ich kenne mir diese Zeiten nicht mehr, kenne immer so komische Zeiten. Ich habe mir heute so einen neuen Eisteesorte gemacht. Ich glaube, das ist von Mesmer, ja. Eistee für die Flasche, wo der Teebeutel einfach drin bleibt, wenn man es aber innerhalb von 4 Stunden dann trinken muss. Ich hatte gestern schon eins genommen, gemacht für Pink Grapefruit und das ist jetzt Zitrone Minze. Ich weiß nicht, wie ich Minze rausschmecke, aber auf jeden Fall sehr zitronig und sehr, sehr lecker. Pink Grapefruit ist auch sehr, sehr lecker. Jo. Und das ist halt für 5 Milliliter ein so ein Dreieckchen da drin. Und dass man das nicht rausholt. Sehr ungewöhnlich, aber es ist okay und schmeckt gut. Genau. Ich warte jetzt hier noch einen Moment und dann gehe ich rüber lesen. Und dann ist Feierabend für heute. Genau, ich muss nur das Telefon mitnehmen. Nicht, dass er den anruft und dann, ja, ist doof. genau. Da, geht schon los. Daniel ist wieder da und legt gerade die Dateien von Samstag auf den USB-Stick. Videos und Fotos, 252 Dateien. Autsch. Ich mache nochmal den Rechner, damit ich dann gleich rüberzupfen kann. Ja. So ist das, so ist das. Wenn halt wieder Filme zu sehen sind. Letzte 20 habe ich schon gesagt, glaube ich, ne? 24 Stück, wie ich mal gezählt habe. Jo. Gut. Aber ansonsten ist halt, ich komme nicht zum Lesen heute. Ich komme einfach nicht zum Lesen. Ich habe jetzt während des Essens kurz gelesen. Also abendbrotmäßig im E-Book gelesen, aber mehr habe ich heute noch nicht gemacht. Nachher hoffe ich als Zauberer. Wir haben es nämlich schon wieder 8:30 Uhr. Na denn, bis morgen.